Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern. Und ich versuche traditionell beziehungsweise historisch zu spielen. Ja, unsere Legio 1 wurde vernichtend geschlagen. Ich habe es nochmal versucht, einmal mit einbunkern, einmal auf offener Fläche. Das Problem war einfach, also die Hopliten und so weiter, das war überhaupt kein Problem. Und der hat so dämlich gespielt, also strategisch total unnötig. Ich konnte mit den Kavallerieeinheiten eigentlich seine komplette Kavallerie auseinandernehmen, obwohl der mehr als doppelt so viele hatte. Und ja, aber von dem Punkt an, von dem Augenblick an, wo er seine Pikeniere dann einfach an die Front geschickt hat, war es eigentlich schon aus. Ja, na gut, was soll man da machen? Okay, ja, was soll man da machen? Also es gibt ja verschiedene Tricks gegen Pikeniere. Also einen Trick habe ich ja schon... Oh nee, schon wieder oder was? Einen Trick habe ich euch ja schon gezeigt. Und zwar die ausmanövrieren. Der hat hier 3. Der hat hier auch 3. Aber es ist ein Spartaner. Okay, okay, wisst ihr was? Ich probiere es jetzt auch. Also, er hat dieses Mal 3, 6, 8 Pikeniere. Es ist auf offener Fläche. Das ist schon mal was Gutes, aber... ja... Mal schauen. Also er sagt, ja, 0 Chance. Dann schauen wir mal, ob es wirklich 0 Chancen sind. Also dieses Mal habe ich mehr Nahkämpfer und weniger Fernkämpfer. Was halt gegen Pikeniere... Also Fernkämpfer sind gegen Pikeniere... ein Muss. Oh, wir kämpfen im Schnee. Okay, das ist richtig gemein. Und zwar, das war nämlich die Stärke der, also die absolute Stärke der der Pikeniere oder der Phalanx allgemein. Und zwar, ja, Gefälle oder Steigungen. Wenn man eine Pikeneinheit so nach unten stellt, also hierhin hinstellt, ich zeige es euch mal, so hinstellt, und dann, ja, die Piken zeigen dann nach unten, und die Einheiten, die hier nach oben müssen, die müssen ja erstmal ja, gegen die Steigerung kämpfen, also erstmal erschöpfend, und zweitens müssen sie dann wirklich wieso habe ich mir das ausgesucht mit dem Busch, naja, und dann müssen sie halt ja, gegen die ganzen Speere von oben kämpfen, und die haben halt von oben viel mehr Reichweite als andersrum, also in einer Phalanx zu kämpfen, ist extrem anstrengend. Und ja, noch bergauf ist halt ja, der Mörder. Der Mörder. Und das Gute, diese Maustaste. Und das Gute war bei den Römern, die wussten, wie man das Ganze ja, ausmanövriert. Und ja,
Das war auch der Grund, warum die letztendlich gewonnen haben. Also, Es nähert sich feindliche die haben Unterstützung. ja nicht innerhalb von ein paar Schlachten gewonnen, sondern es war sehr, sehr anstrengend. So. Deswegen gehe ich auf jeden Fall mal so hin. Und versuche mal, weil hier ist keine Steigung, also eher minimal auf meiner Seite. Aber das ist wirklich so minimal, das ja, hat eigentlich keine Auswirkungen. Schön aufstellen. So. Wann kommt er denn? Wann kommt er denn? Jetzt kommt er langsam. Der zieht jetzt seine beiden Armeen zusammen, ne? Das ist halt ja, eine komplett neue Legion, also noch keine Erfahrung, kein gar nichts. Das war zum Beispiel auch bei Attila so, nicht Attila, sondern Hannibal. Das Hannibal hatte ja sehr viele Veteranen in seiner Armee und ja die anderen, also die Römer, nicht. Der hat schon 20 Leute gekillt. Alter, diese Kaffee, ne? Die nervt total. Diese rechte Maustaste, ne? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Fahren kann auf die Beginnung bitte. Sondern noch mal rein. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht.
Hallo. Da kann ich. Die Männer wanken. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Das ist genau dasselbe wieder. Wieder diese Piken, ne? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja. Diese Maus. Unser General wird angegriffen. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Beginnen, ja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, die beiden. Ja, gegen die kann ich jetzt nichts mehr tun. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. In dem Spiel sind die Beginnere auch definitiv zu stark. Also das ist jetzt unabhängig davon, dass ich jetzt gerade verliere. Ja, wenigstens. Sondern es so zum Beispiel, wer Total War Arena zum Beispiel gespielt hat. Ja. Weiß, dass die da wirklich gute Mali haben. Also die sind trotzdem extrem stark. Aber trotzdem, die haben halt Friendly Fire, ist ja klar, wenn man als General ist gefallen. Als Verbündeter irgendwie, ja, keine Ahnung, in so eine Phalanx läuft, dann ist es ja klar, dass ja, man Schaden davon trägt. Aber trotzdem, können halt nicht die ganze Zeit die Phalanx haben, weil es extrem anstrengend ist. Aber es ist schon klar, dass man das bei so einem Spiel nicht wirklich machen kann. Weil, wenn die dann so schnell erschöpfen, dann
Ja, kann man eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Also die andere Lösung für Pikiniere, Anti-Pikinier-Einheit wäre halt einfach Artillerie. Und ja, da bin ich ehrlich gesagt nicht so ein Freund von. Aber ja, wenn der jetzt wirklich damit weitermacht, so, so nur noch Pikiniere zu bauen, dann werde ich damit auch anfangen, Artillerie zu bauen. Tja. Knappe Niederlage. Ja, ich habe über die Hälfte besiegt, aber ja, war halt nicht genug. Ich hätte sogar gegen die erste nicht mal gewonnen. Das ist schon ein bisschen... Okay. So. Meine zweite. Na, ja, mal schauen, wann wir endlich Griechenland erobern. Also, wir waren eigentlich schon gut weit, aber die Pflicht ruft. Was? Minus 10 schon, okay. Der ist gut. Den mache ich. Ich glaube, ich mache einen Legatus diese Familiengeschichte. Okay. Furius. Munatius Vetus. Nach dem Tod eines Angehörigen schwört dieses Familienmitglied jeden Monat mit einem Ritual des Verstorbenen zu denken. Ah, cool. Ja, bereit zum Kommandieren. Natürlicher Tod. Okay. Oh. Jetzt droht er mir schon wieder mit einem Sezession. Okay. So. Die Adlerkohorte lebt noch. Dann mache ich noch 3 davon. Zwei davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Wo sind jetzt die Armeen hin? Ah, da. Nee. Ah, die da hat keine. Hä? Ah, okay. Die hat als einzige eine Garnison. Okay. So, dann
sagt Nahrung. Ja, 6 öffentliche Ordnung. Ja, ist gerade momentan egal, aber ich brauche auch keine Nahrung mehr. Okay. Gut. Der braucht nichts, der braucht auch nichts. Ach, da habe ich noch einen. Oh, der bleibt da. Der bleibt auch erstmal da. Der hat noch. Zack. Warte mal. Was brauche ich dafür? Den da. Rüstungsschmied. Was erforsche ich gerade? Die da. Ich würde sogar. Ja, wobei, nee. Ich brauche jetzt weniger Sezession. Minus 10, minus 25. Ja, 28. Minus 18. Schlaf. Okay. Ah, hey. Seht ihr, der ist jetzt plus 30, geil. Aber der ist jetzt immer noch in meiner Familie. Das ist so komisch. Gut. Soll ich noch eine Armee? Ich baue mal hier noch eine Armee, weil der rudert gerade drüben, nach hier. Und zwar mache ich noch mal. Ah, das ist der Schlaffe, okay. Ah, stimmt, ich sollte ja eh eine Armee aufstellen. So. Prätorianer, gepanzerte Legionäre. Die habe ich noch nicht. Gladiatoren. Raserei, Blutrausch. Ich brauche auf jeden Fall Fernkämpfer gegen die. Okay. Dann. Minus 8 Nahrung. Müsste er jetzt nächste Runde mal ein bisschen an Schlagkraft verlieren. Müsste er. Das ist wirklich sehr lieb von ihm, dass das ein sehr schönes Geschenk von ihm. Das kann ich dann gleich mal, ja, eine Fullstack-Armee von ihm vernichten. Super. Mal schauen, ob wir das bis ein Zeichen vielleicht 133 vor Christus schaffen überhaupt. Ihr wurdet. Ja.
Ein Zeichen, vielleicht in Form einer Klappe. Nee. Ich komme mit. Rang erhöht. Super. Ey, das gibt's doch nicht. Der hat minus 5. Der hat minus 5 und trotzdem hungern seine Männer nicht. Was für ein scheiß Cheater. Kann ich euch dienlich sein? Was für ein Cheater. So, die bleibt noch da, die bleibt auch noch da. Sind die etwa, warte mal, sind die etwa verbündet? Oh. Oh. Autsch. Sogar militärische Verbündete. Dann würde ich sagen, vielleicht nächste Runde greifen wir die beiden an. Weil das sind Generäle. Das sind beides Generäle. Und rein theoretisch müsste ich das schaffen. Habe ich da was erforscht? Ah, Rammschaden müsste ich dafür. Hm, das habe ich verschlafen. Naja gut, das machen wir nächste Runde. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bye.